Dun, dun. Dun, dun. So, und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play, Super Metroid. So, Moment, erstmal Data Clear. Weil das habe ich gestern ausprobiert, wegen, ja, ob ich das überhaupt hinkriege mit dem Aufnehmen. Ja, lasst uns erstmal die Anfangssequenz beginnen, bevor ich da irgendwas erkläre. Machen wir gleich Start Game. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. Auf Zeus bekämpfte ich die Metroids. Das Witzige ist ja, hier wurde nur ein Satz übersetzt. Der andere Text, keine Ahnung, ist nicht dabei. Deswegen werde ich so den Anfangstext hier übersetzen, weil das ist, glaube ich, hier der einzige Storystrang, den man so hat. Okay, also, ja, der erste Satz ist halt, auf Zebes bekämpfte ich die Metroids. Moment, it was there that I foiled the plans of the space pirate leader Mother Brain to use the creature to attack. Okay, es war jener Ort, auf den der Anführer der Space Piraten, also der Weltraumpiraten Mother Brain, diese Kreaturen dazu genutzt hat, die galaktische Zivilisation zu attackieren. Ja, und da steht halt um den Anführer Mother Brain. Ey! Also das fällt mir erst jetzt auf, das wurde falsch übersetzt. Weil die Übersetzung war ja, auf Zeus bekämpfte ich die Metroids und ihren Anführer Mother Brain. Dabei ist der Mother Brain der Anführer der Weltraumpiraten. So, okay, weiter geht's. Ja, das passierte in Metroid 1. Also ist ja ein Nachfolger zum ersten Metroid. Als nächstes muss ich die Metroids auf ihrem... ihrem Heimatplaneten SR388 ausrotten. So, natürlich geht's da auch weiter mit dem Text. Ich habe sie komplett ausgelöscht, mit Ausnahme von einer Larve, welche mir folgte wie ein verwirrtes Kind. Und das passiert halt in Metroid 2. Den Teil habe ich halt nicht gespielt. Metroid 2. Okay, Moment, ein letztes Exemplar der Metroids brachte ich zur Forschungsstation Ceres. Wo die Wissenschaftler Studien an eben jenen kleinen Metroid führen konnten für Energieproduktion. Dort entdeckte man die Metroids als alternative Energiequelle. War ja klar. Also, they discovered that the powers of the Metroids might be harnessed for the good of civilization. Ja, also, sie fanden heraus, dass die Kraft der Metroids für das Wohl der Zivilisation wichtig sein könnten. Nachdem ich Ceres verlassen hatte, erreichte mich ein Hilferuf. Also, eigentlich steht das so gar nicht da, sondern es steht, zufrieden mit all dem Werk verließ ich die Station, um ein neues Kopfgeld einzutreiben. Aber sobald ich aus dem Asteroidengürtel geflogen bin, erreichte mich ein Hilferuf.
Die Ceres-Station wurde angegriffen, also die Forschungsstation. Space Colony, Forschungsstation. So, sind wir auf der Forschungsstation. Und jetzt werde ich mal erklären, was ich denn mit dem Projekt da vorhabe. Erstmal, das ist das erste Nintendo-Projekt. Vor denen habe ich ja sehr viel Respekt, weil, naja, Nintendo hat mich schon halt seit meiner Kindheit begleitet und, naja, ich weiß ja, wie Nintendo zu Let's Plays steht. Deswegen habe ich mich bis jetzt gescheut, eigentlich ein Let's Play zu machen, aber ich dachte mir, irgendwann muss ich doch anfangen. Und deswegen mache ich Super Metroid, weil das Spiel geht halt gar nicht lange, sondern nur ein paar Stunden vielleicht, wenn man durchrusht oder so, also so 2-3 Stunden. Und, aber ich will halt doch vielleicht 100% mal schauen, wie es läuft. Bevor wir jetzt weitergehen, da sehen wir schon die Forscher tot am Boden. Erstmal das. Aber, nochmal um auf das Projekt zurückzugehen. Wenn der Uploadplan, die Arbeiten vorangehen bei mir, dann wird es wahrscheinlich zeitgleich mit den Special-Folgen von Tales of Zestiria beginnen. Und wahrscheinlich wird es sogar schon vorher aufhören, bevor die Special-Folgen zu Ende sind. Weil es eben so kurz ist. So. Ja, das war, glaube ich, das mal für das Projekt. Und also, falls ihr das überhaupt seht, dann habe ich halt keine Copyright-Probleme mit Nintendo. Dann werde ich wahrscheinlich noch mehr Nintendo-Projekte Let's Playen. Es ist also sowas wie wie nennt man das? Ein Pionierprojekt. Falls ich keine Copyright-Beschwerden bekomme, wird es mehr Nintendo-Projekte geben. So. Und falls doch, dann habe ich hier umsonst geredet. Naja, irgendwas wollte ich... Ah ja, ich werde jetzt mal bis zum ersten Speicherpunkt spielen und eben dann schauen, ob ich Copyright-Beschwerden bekomme. Also da werde ich halt dann schneiden und eben hochladen. Jo. Okay, genug geredet. Machen wir mal. Ah, und da ist das letzte Metroid. Oder der letzte Metroid? Die letzte Metroid? Weiß jetzt gar nicht, was für einen Artikel die haben. Und da ist schon Ridley. Also für Metroid-Fans, die kennen ihn, natürlich. Oh, 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 oh. Das ist halt schwer auszuweichen. Und habe auch schon länger eigentlich nicht mehr gespielt. Oh, ja, 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 ja. Alter. Hey. Ha! Zum ersten Mal die Attacke ausgewichen. Nice, nice, nice. Oh, aber diese nicht mehr. Emergency. Self-Destruct Sequence activated. Evacuate the colony immediately. Ja, jetzt müssen wir in einer Minute wieder heraus. Das ist irgendwie typisch für ein Metroid-Spiel. Am Anfang mal irgendwas zerstören und dann schnell flüchten. War ja bei Metroid Prime auch so und bei... Ich weiß gar nicht, wie es bei Metroid Prime 2 war. Na, egal. So, aber eigentlich sollte die Zeit ausreichen. Eine Minute ist viel. Außer man stellt sich halt wirklich dumm an.
So, nachdem wir das erledigt haben, werde ich ein wenig zum Spiel selbst was erzählen. Da, in der Hälfte der Zeit. So, und das war jetzt so gesehen die letzte Zwischensequenz, außer halt am Ende dann noch, glaube ich. Ab jetzt ist nur noch Gameplay. Das mag ich halt an Super Metroid. Da ist gar kein großer Schnickstack von wegen Story oder Zwischensequenzen, pipapo. Also pures Gameplay. Ich meine, eine Story hat man, aber ja. Die wurde jetzt schon erklärt und ist klar. Ridley hat das Metroid Baby entführt und wir suchen das jetzt. So, ein wenig zum Spiel selber. Ich weiß gar nicht, wie viele von euch Metroid überhaupt kennen, aber wahrscheinlich, wenn ihr das angeklickt habt, wahrscheinlich doch einige. Aber es ist eigentlich einer der großen Marken von Nintendo. Und ja, deswegen auch Copyright-Verletzungen, weil wenn sie das nicht irgendwie für sich beanspruchen, dann kann ich auch andere Projekte machen. Nur schade, dass Nintendo in letzter Zeit halt überhaupt nichts für Metroid macht. Außer dieses Federation Force, aber das erkenne ich nicht als Metroid-Projekt an. So, ich glaube, hier ist sogar schon ein Speicherpunkt. Ne. So. Jo, Metroid 3 ist so eins der besten Metroids, muss man schon sagen. Viele Fans streiten sich ja, was denn besser ist, Super Metroid oder Metroid Prime. Ich finde ja Super Metroid extrem geil, aber ich finde halt Metroid Prime um ein Stückchen besser. Also, wie gesagt, nicht, dass das jetzt schlecht wäre, Super Metroid, aber mit Metroid Prime habe ich da halt mehr Spaß. So. Ach ja, der Ort, also der Raum da vorher. Vielleicht hat man das jetzt schlecht gesehen. Oder vielleicht wisst ihr es gar nicht. Das hier ist der Ort von Metroid 1, bei dem wir hier Mother Brain besiegt haben. Also hier stand sie und hier sind wir gestanden und haben sie abgeschossen. Naja. Aber Metroid 1 ist halt doch uralt. Natürlich das Remake, Metroid Zero Mission, auch ziemlich geil. Wurde ja dieselbe Story erklärt. Sondern auch hier. Das war eigentlich von Metroid 1 der erste Ort, den wir den wir betreten haben. Und da haben wir hier links das erste Item bekommen. Genauso wie hier, der Morphin Ball. Ja, keine Ahnung, was der überhaupt bedeutet, weil ich glaube, ich habe schon öfter durchgespielt und ich weiß bis heute nicht, was die da machen. Na egal. Auf jeden Fall können wir jetzt mit diesem Morphing Ball da durch solche Passagen gehen. Und das ist das Geile an Metroid. Eigentlich hat man eine ziemlich große Map, aber die kann man mit der Zeit erst so ziemlich frei begehen. Indem man halt solche Items findet, wie den Morphing Ball, weil sonst ist der Weg versperrt. Und deswegen ist es eigentlich ein Open-World-Spiel, aber doch sehr linear. Ich weiß, es ist ein bisschen abstrakt. Nein, nicht abstrakt, aber war halt kontra zu dem, was ich gesagt habe. Aber so ist das Spiel nun mal. Und das nächste Item.
the missiles. So. So. 1, 2, 3, 4, 5. Für die roten Türen brauchen wir leider 5 Raketen. Haben wir gar keine mehr. Aber dafür ist jetzt ewig blau. Bei Metroid Prime war es so, da braucht man nur eine Rakete. Aber dafür musste man halt bei jedem durchgehen eine Rakete hinschießen. So, ich glaube, hier könnte man irgendwo durch. Kann ich eigentlich springen mit dem... Ne, dazu bräuchte ich, glaube ich, noch ein Item. Damit ich mit dem Morph Ball springen kann. Und ihr seht schon, ich gehe zurück. Das heißt, es gibt viel Backtracking, aber mit diesem Backtracking kann man ja andere Gebiete erreichen dann noch mit den neuen Items. Und ich glaube, hier war auch noch irgendetwas. Schieß mal. Nee. Habe ich mich getäuscht. Ja, kann man neue Gebiete erschließen mit diesem Backtracking. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, im Gegensatz zu, sagen wir mal, ein Digimon World 2003, das ich ja auch jetzt zurzeit spiele, das Backtracking ist um einiges angenehmer. Bei Digimon World 2003 ist man nur wieder zurück in andere Gebiete gegangen, weil es einem gesagt wurde, dass man hingehen soll. So, und da sind unsere ersten Gegner. Das sind die Space Pirates oder Weltraumpiraten. So. Jetzt muss ich vorsichtig da rangehen. Weil man mag es vielleicht nicht so erkennen, weil ich noch nicht so viel Energie verloren habe, aber das Energiemanagement ist halt schon extrem. So eine Attacke von den Weltraumpiraten, die zieht gut und gerne 50... Naja, 50 ist jetzt übertrieben, aber 20 Energie schon ab. Das heißt, 5-mal treffen und man ist erledigt. So. Waren die Gegner vorher auch schon? Weiß ich jetzt gar nicht. Ui, 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 ui. So. Seht ihr? 84 habe ich nur noch. Aber zum Glück lassen die auch Energie fallen. Aber es ist halt nicht immer so. Und wenn dann halt mehrere dieser Gegner da sind, kann das schon zu Problemen führen. Oh, ich glaube, das ist die Karte. Ja, Map Data. Ah, und da oben ist ein Speicherpunkt. Moment, wie lange habe ich jetzt schon aufgenommen? 20 Minuten steht bei meinem Aufnahmeprogramm. Das ist eigentlich eine gute erste Folge, obwohl... Ich glaube, so die ersten paar Minuten waren dann ein bisschen Leerlauf, weil da habe ich noch nicht wirklich angefangen, sondern erst eingestellt und so. Aber ich glaube, 15 Minuten waren es dann sicher. Und das ist für eine erste Folge, bei der ich nur mal ausprobieren will, schon gut.
Die nächsten Folgen werden dann wahrscheinlich so bei 20 Minuten einpendeln. Und ja, falls es nächste Folgen gibt. Weil jetzt werde ich mal speichern und diese erste Folge versuchen hochzuladen. Und falls ich Copyright-Beschwerden bekomme, geht's halt nicht weiter. Was schade ist, aber falls nicht, könnt ihr euch auf eine Gameplay-Granate erster Güte gefasst machen. Nun gut, dann war's das mit der ersten Folge hier und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis hoffentlich zur nächsten Folge von Super Metroid. Ciao, ciao.